Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch, ich glaube, es wird wirklich mein Favorit in den Designpapieren vorstellen. Es ist das Designerpapier Sternenhimmel. Wie ihr seht, es ist natürlich auch schwierig hier weiß auf weiß, ne? Also es kommt in 30,5 x 30,5, also 12 x 12 Inch. Es sind 12 Seiten. Und ich habe sie wie immer klein geschnitten, weil ich damit einfach besser umgehen kann und weil ich damit besser arbeiten kann, sodass ich euch also jetzt auch die kleinen Seiten einfach zeigen kann, vorne und hinten. So, wir haben einmal blaue Streifen. Es sind super schöne Papiere. Die Hintergründe alle wirklich recht schlicht. Sterne gehen immer, ne? Wahnsinn. Die man wirklich super gut nutzen kann als Hintergründe. Das finde ich total schön. Das ist wie ein Sternenhimmel, wo der Stern jetzt eben ein Herz formt. Das gibt es hier einmal in Blau und hier hinten. Das ziehen wir mal eben vor. Dann haben wir hier, also hier hatten wir Punkte mit Blau und hier haben wir dann Sterne. Und hier ist dasselbe nochmal in rosa. Total schön, bin mega verliebt. Da gibt es auch noch einen Stempel zu, der sieht auch so ähnlich aus. Das ist total toll. Da haben wir ein Projekt mitgemacht auf dem Satistik. Und ich war vorher schon angetan und seit dem Satistik bin ich eigentlich verliebt. Total schön. So, dann haben wir Sternenhimmel für die Nachtsterne, auch mega schön. Sterne auf der Rückseite. Und mal Streifen mit Punkten. Und noch mehr Sterne mit Streifen. Genau, die sehen genauso aus wie die ersten Streifen. Was ich euch noch nicht gesagt habe, das erzähle ich euch schnell noch. Die korrespondierenden Farben: Granit, Marineblau, Blütenrosa, Aquamarin, Lindgrün und Flüsterweiß. Ja. Das ist es. Super schön. Also die nächsten Projekte werden alle nur noch mit dem Designpapier. Ich finde es einfach wirklich mega toll. Ja, so weit, so gut. Designpapier vorgestellt. Jetzt geht's ans Basteln. Hast du schon eine Idee? Ich wünsche dir einen tollen Tag. Tschüss.